Und da sehen wir einfach in einem Monat 564 Verkäufe und hier fast 10.000 Euro Umsatz. Also extrem gut. Ich Ich lade lade jede Woche 3 bis 4 neue Videos zum Thema Amazon KDP hoch. Also wenn du kein neues Video verpassen willst, dann klick im besten Fall jetzt auf Abonnieren. Vielen Dank. Ja, heute mal wieder eine neue Amazon KDP Nische. Und zwar wollen wir uns heute die Nische der Kreuzworträtselbücher anschauen. Bei den Kreuzworträtselbüchern gibt es extrem verschiedene Arten von Kreuzworträtseln. Also grundsätzlich ist die Strategie so, dass wir zwar ein Kreuzworträtselbuch erstellen, aber immer zu einem Überthema. Wir haben hier zum Beispiel für Erwachsene, für Mediziner oder ein extrem dickes Kreuzworträtselbuch oder für Senioren, für Kinder oder auch, da kann man wirklich in jede Nische oder jeden Bereich gehen, sei es Fahrzeuge, Tiere, oder auch irgendwie Pflanzen zum Beispiel und eben sich ein Thema aussuchen, dazu dann hier ein Kreuzworträtsel erstellen und dann hätten wir prinzipiell unser fertiges Buch. Ja, wir können uns mal hier dieses Kreuzworträtselbuch anschauen. Das ist nämlich für Mediziner. Da verbindet man sozusagen den Lernfaktor mit dem Spaßfaktor. Das heißt, wir haben 2000 Wissensfragen, die irgendwie mit Medizin zu tun haben. Und das sieht man eben, man hat perfekt eine spezielle Nische und für die bespielt man eben dieses Buch. Und was wir jetzt auch direkt sehen, ist die Einblendung hier von Helion 10. Und dort haben wir einen 30-Tage-Absatz von 564 Büchern. Also wirklich extrem gute Verkaufszahlen, obwohl das Buch ja eher auf Mediziner ausgerichtet ist. Da sieht man eben auch, dass auch wenn man eher so eine spitzere Nische hat, mit einer kleineren Zielgruppe, aber man die extrem gut mit Amazon Ads, mit Keywords bespielt, man eben trotzdem dann hohe Verkaufszahlen erzielen kann. Und da können wir auch mal tiefer reinschauen in die genauen Daten. Dafür nehmen wir von Helium 10 das X-Ray-Tool und da sehen wir einfach in einem Monat 564 Verkäufe und hier fast 10.000 Euro Umsatz. Also extrem gut. Und von den 10.000 Euro Umsatz bleiben in der Regel so ein Drittel als Gewinn übrig. Also kann man sagen hier 3.100 Euro. Und ja, wenn wir so eine Buchnische analysieren, ist natürlich die Verkaufsgrafik immer extrem wichtig. Da können wir eben herausfinden, hey, haben wir bestimmte Trends, wann verkauft sich das Buch gut, wann nicht. Hier haben wir natürlich jetzt ein hohes Peak, weil wir jetzt gerade im Dezember sind. Das ist ganz normal. Aber wir haben hier so einen Durchschnittsabsatz von, hier sieht man ja 7-Tage-Durchschnitt von 12 Verkäufen pro Tag, also wirklich extrem gut. Und so können wir eben sagen, okay, wir verkaufen das Buch auch im Sommer über das ganze Jahr und nicht nur hier an Weihnachten. Ja, aber diese Daten zu den Verkaufszahlen und zu den Grafiken bekommt ihr eben nur dann, wenn ihr Helium 10 habt. Ich habe es mal verlinkt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch den Code GALAKADEMIE10 anwenden. Da bekommt ihr 10% Rabatt und das wirklich jeden Monat. Also es lohnt sich. Ja, und jetzt wären wir an dem Punkt, dass wir mit Helium 10 herausgefunden haben, hey, wir haben eine Nische, bei der wir einen hohen IQ-Score haben, also wenig Konkurrenz. Wir haben ein hohes Suchvolumen und einfach Nachfrage für den Bereich, für die Unternische, die wir gewählt haben, für die Kreuzworträtselbücher. Jetzt geht es natürlich daran, das Buch zu erstellen. Also an sich für jemand, der grafisch jetzt nicht weiß, wie es funktioniert, extrem schwierig. Aber wir können dafür einfach hier auf Fiverr gehen. Da gibt es wirklich verschiedenste Anbieter, die hier so Kreuzworträtselbücher erstellen. Da seht ihr hier ein Puzzlebuch für 47 Euro. Da macht ihr für den Anfang wirklich nichts falsch. Da einfach dann verschiedene Anbieter ausprobieren, aber oftmals zeigt euch auch schon Fiverr hier, ob es ein geprüfter Verkäufer ist oder eben nicht. Und dieser Person könnt ihr dann sagen, hey, mach ein Kreuzworträtsel zu diesen Überthemen, diese Wörter sollen mit drin sein. Und danach stellt ihr das eben hier grafisch. So kann das eben aussehen. Und da können wir natürlich auch in verschiedenen Ländern Bücher verkaufen, also auch in England oder dann Italien, Frankreich. Es ist ja wirklich nicht schwierig, die einzelnen Wörter zu übersetzen in andere Sprache und die dann eben passend zusammenzusetzen. Und ja, wir hätten jetzt hier zum Beispiel den Inhalt dann fertig. Was wir jetzt noch brauchen würden, wäre hier ein Buchcover. Da gibt es auch auf Fiverr wieder jemand, der eben extra Buchcover anbietet für so Kreuzworträtselbücher, die eben gerade so passend sind zu dem Thema. Das zahlen wir eben der Person hier nochmal 10 Euro und hätten dann 60 Euro investiert und können das Buch auf Amazon veröffentlichen. Ja, dafür erstellen wir uns einfach hier einen Account bei Amazon KDP. Da könnt ihr euch auch mit eurem bestehenden Amazon-Account anmelden. Und dann sind wir hier im Bücherregal, wollen ein neues Buch erstellen. Wir würden in diesem Fall hier ein Taschenbuch auswählen, weil man braucht einfach kein Hardcover für ein Kreuzworträtselbuch, wenn man eh nur da reinschreibt. Und
müsste dann im Prinzip sich durch drei Sachen durchklicken. Das wäre zum einen mal hier die Taschenbuchdetails, bei der wir eben den Titel eingeben, Autorenname, Beschreibungstext, aber auch hier die Stichwörter, also die Keywörter, auf die das Buch ranken soll. Und diese Keywörter erfahren wir eben auch wieder mit dem Tool Helium 10. Da können wir genau herausfiltern, welche Keywörter gut sind, welche schlecht sind und können eben so organisch extrem gute Verkäufe erzielen. Ja, das müsste ich alles ausfüllen, dass ich weiter könnte. Hier laden wir eben die PDF-Datei hoch von unserem Buch, dazu das Buchcover. Hier entscheiden wir dann, in welchen Ländern wir das Buch verkaufen wollen, gerade zum Beispiel, wenn es für Frankreich wäre, Frankreich oder Italien und zu welchem Preis. Dann klicken wir auf Veröffentlichen. Dann wird das Buch hier 72 Stunden lang geprüft und dann, wenn das Buch online ist, kann es eben gekauft werden. Amazon druckt das Buch, verschickt das Buch und ihr bekommt immer eure Tantiemen. Das kann dann hier so wie bei mir aussehen. In den letzten 7 Tagen habe ich hier 1.100 Euro verdient und das sind eben wirklich die Tantiemen, also die ganzen Kosten, die ich gerade eben gesagt habe, für Buchdruck, Versand, Datei von Amazon, alles schon abgezogen. Das bekomme ich dann hier auf mein Konto überwiesen und kann das dann theoretisch wieder ausgeben. Ja, und wenn ihr auch hier so ein Amazon KDP Business aufbauen wollt, empfehle ich im ersten Schritt, dass ihr euch Grundwissen aufbaut, einfach meine Amazon KDP Playlist durchschauen. Da habe ich schon extrem viele Videos zu dem Thema veröffentlicht. Wenn ihr dann Interesse hättet an so einem Coaching, wenn ihr wissen wollt, okay, wie finde ich so eine Nische, wie plane ich das Buch komplett durch von A bis Z und wie vermarkte ich am Ende das Buch profitabel, könnt ihr mir mal gerne schreiben, einfach hier auf Instagram eine kurze Nachricht. Da können wir einen kostenfreien, unverbindlichen Ersttermin ausmachen. Einfach einen Zoom-Link, den ich euch dann schicke. Da treffen wir uns. Und dann erkläre ich mal hier, wie das Coaching genau abläuft, wie viel das kostet. Und wenn ihr dann überzeugt seid, können wir dann direkt damit beginnen. Und ja, wie gesagt, wir planen ein Buch durch von A bis Z. Ihr bekommt 1:1 Support für die Fragen. Wir machen Zoom-Calls in regelmäßigen Abständen. Das geht dann insgesamt so circa 3 Monate. Und dann habt ihr einmal die Fähigkeit erlangt, so Bücher zu erstellen. Könnt das immer wieder wiederholen, ohne mich. Und so eben ein passives Einkommen aufbauen. Ja, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, gerade zum Thema Amazon KDP, dann lasst doch gerne ein Abo da, würde ich mich echt extrem freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video. Ciao.